Also hier ist die Quittung der Wahrheit. Rund zwei Drittel dessen, was wir an der Zapfsäule bezahlen, kassieren die Ölscheichs von Berlin. Nämlich für die Energiesteuer, Ökosteuer und besonders pervers auch noch Mehrwertsteuer auf die Steuer. Steuer auf die Steuer, auf die Idee muss man kommen. Deshalb fordern wir, dass diese Quittungen eingeführt werden, dass der Bürger weiß, wo ein Wahrheitsgeld hingeht. Ein Drittel zu den Ölscheichs, zwei Drittel zu den Ölscheichs in Berlin. Das ist die Wahrheit. Wir fordern eine Entlastung der Bürger. Die Kfz-Steuer gehört abgeschafft. Fürs Parken in der Garage Steuer zahlen ist Unsinn. Und die Ökosteuer ist ein Betrug, Etikettenschwindel, weil da nichts in Ökologie oder sonst was hineingeht. Alles im Steuerbunker von Steinbrück verschwindet. Jetzt sind die Bürger dran, jetzt muss hier eine Entlastung geschehen. Vielleicht interessant noch darauf hinzuweisen, im Moment ist ja, überbieten sich ja auch die Koalitionsfraktionen in Berlin, wer ist der größte Steuersenker, vor allen Dingen die CSU. Hier kann man ganz deutlich sehen, wie Herr Gloß und Herr Steinbrück und Frau Merkel wirklich die Steuern senken. Sie senken sie nicht, sie kassieren an den erhöhten Mineralölpreisen in unverschämter Weise mit ab. Vor allen Dingen die CSU, seine Steuererhöhungspartei, das muss ja auch jeder vor allen Dingen in Bayern genau wissen, wenn er zur Wahl geht.